Das Bausystem in meinem Seven vs. Wild Spiel ist bei euch nicht so gut angekommen. Es ist aktuell leider zu kompliziert und umständlich. Also weg damit und wir versuchen es zu vereinfachen. Gestartet habe ich damit, dass man die Holzplanken jetzt immer vertikal auf dem Boden platziert. Außerdem habe ich noch ein Blueprint Material hinzugefügt, damit man sehen kann, wenn man im Baumodus ist. So lässt sich jetzt recht schnell zum Beispiel eine Wand hochziehen. Dann habe ich es so programmiert, dass man die platzierten Bretter einfach mit einer Mausbewegung rotieren kann. Schön. Außerdem kann man die Bretter auch an anderen Brettern befestigen. Dadurch könnt ihr theoretisch alles bauen, was euch so in den Sinn kommt. Ich denke, wenn wir das noch mit anderen Materialien kombinieren, könnte das echt cool werden. Oder ihr baut einfach einen Stick in die Luft. Das geht auch.